Herzlich willkommen bei der 6. Folge zusammen mit der Lausitzer Rundschau am Fitwoch. Heute geht es darum, welche 5 Dinge hätte ich gerne schon viel früher auf meiner Reise gewusst. Fett macht nicht gleich fett. Es kursieren so viele kuriose Dinge im Internet über fett und fettreiche Lebensmittel und darüber, wie schlecht und ungesund das doch teilweise ist. Aber besonders für Frauen ist Fett einfach super wichtig für den Hormonhaushalt, für die Haare, Nägel. Aber auch für die Aufnahme der Vitamine spielt Fett einfach eine richtig große Rolle. Empfehlen würde ich euch natürlich immer eher pflanzliche Fettquellen, zum Beispiel Avocados, Nüsse, Samen, Saaten oder pflanzliche Öle. Cheat Days sind absolut sinnfrei und nicht förderlich. Immer wieder geht es in Diäten darum, einen Schummeltag, einen Cheat Day einzubauen, aber leider macht man sich damit alles kaputt, was man sich von Montag bis Freitag beispielsweise aufgebaut hat, weil dieser Schummeltag oft dazu verleitet, komplett über die Stränge zu schlagen und sich wirklich die ganzen Erfolge der Woche kaputt zu machen. Arbeitet deshalb lieber damit, gewisse Lebensmittel immer wieder mal in geringen Mengen in euren Alltag einzubauen und dann habt ihr langfristig bessere Erfolge. Kein Lebensmittel ist prinzipiell schlecht oder gut. Wir neigen gerne dazu, Lebensmittel in verschiedene Kategorien zu stecken, aber es kommt am Ende wirklich immer auf die Mengen an, die wir konsumieren. Natürlich ist es wichtig, Obst und Gemüse in die Ernährung einzubauen, aber es ist auch durchaus ratsam, einfach mal einen Schokoriegel, Kekse oder was auch immer in geringen Mengen mit in den Alltag einzubauen. So verhindern wir einfach Fressattacken und keiner braucht Schummeltage. Frauen sollten keinesfalls Angst vor dem Krafttraining haben. Oftmals schrecken Frauen davor zurück, weil sie Angst haben, sie würden dann männlich aussehen. Aber Frauen haben eine ganz andere Voraussetzung als Männer. Und insgesamt ist das Krafttraining wirklich viel gesünder, als wir denken oder ahnen, weil es viel gelenkschonender ist als andere Sportarten. Unglaublich unterstützend für das Bindegewebe und vor allem sehr förderlich für das Herz-Kreislauf-System, auch im hohen Alter. Viele sind sich der Wichtigkeit der Regeneration nicht bewusst. Nicht nur hingehend des Sports oder allgemein, dass man Sportpausen einbauen sollte. Nein, auch Ruhe, Schlaf und konsequente Pausen zwischen den Arbeitszeiten sind unglaublich wichtig, einfach für unsere Psyche. Und hin und wieder sollten wir einfach Zeit für uns nehmen. Wenigstens 30 Minuten am Tag einfach etwas tun, was uns gut tut. Lesen, meditieren oder auch dehnen kann unglaublich förderlich sein. Was tut euch gut? Nehmt euch die Zeit dafür.